Kart ilepini ekstra gönderiyorsunuz. Süper. Epey de App Store'dan kolaylıkla temin edebilirim. Kartla tam neler yapabilirim? Evet, aynen öyle. İstiyorsanız verstehen buradan ist einfach. Göstereyim. Hiç wenn der Finanzpartner die gleiche Sprache spricht. Ja, dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz anlässlich unseres Auswärtsspiels. Morgen Freitag 19.30 Uhr bei FC Astoria Waldorf. Das Ganze im Dietmarhopp Sportpark, so heißt es. Ja, ich begrüße am Podium Trainer Hoca, schön, dass du bei uns bist. Hi. Und den Trainer, Olli. Hallo. Ja, Sven, wir haben eben schon so ein bisschen gefeixt. Was macht dein Fuß? Wie fühlst du dich? Bist du körperlich richtig wieder beisammen? Also ich glaube schon, also ich habe jetzt die Woche wieder ganz normal mitgemacht und ja, ich fühle mich eigentlich soweit wieder ganz wohl und ich hoffe, dass es halt bis morgen dann wieder so ist, wie ich es mir vorstelle. Das heißt, du könntest dir vorstellen, wieder im Kader zu stehen? Ja, das ist auf jeden Fall, ja, ich glaube, ich hoffe, dass es soweit kommt, aber also mein Fuß ist auf jeden Fall okay und ich glaube, das ist halt das Wichtigste. Zuletzt wurde ja gewonnen. Ich denke, da ist so ein bisschen Stein vom Herzen gefallen. Wie sind so die Stimmungen gerade im Team? Im Team ist super. Also wir sind alle froh, wir ziehen alle gut mit. Und ja, wir können es kaum abwarten, jetzt morgen wieder 3 Punkte hoffentlich einfahren zu können. Und ja. Ja, das würde ja fast dann auch bedeuten, dass man Kontakt so ins Mittelfeld bekommt. Ist das schon so der Anreiz auch? Also das ist auf jeden Fall unser Ziel. Ich glaube, wenn wir wieder schaffen, so zu spielen wie die vergangene Woche und dann noch das Spielerische mit einbeziehen, dann sehe ich eigentlich für die Zukunft also positiv. Mhm. Fragen wir mal den Trainer. Ist das auch so immer so ein Blick wert auf die Tabelle oder sagst du nach wie vor, ich gucke nur auf Spiel? Immer eine Tabelle interessiert mich nicht, gucken wir erst am Schluss. Ja, prinzipiell ist das nächste Spiel das Entscheidende, das sagt jeder Trainer, glaube ich, und das sage ich auch, aber wir haben das große Ganze immer im Blick. Ne? Wir wissen schon genau, dass wir morgen Abend gegen eine Mannschaft spielen, die im Pokal zum Beispiel Mannschaften wie Bochum und Darmstadt 98 geschlagen hat. Also die können Fußball spielen, die wissen auch, wie es funktioniert, die haben auch Spieler in ihren Reihen, die uns wehtun können, keine Frage. Ich glaube, die Frage münzt sich auch, glaube ich, dahin, inwiefern wir uns mit unserem Spiel beschäftigen, das ist auch das Wichtige. Ne? Also wir haben immer unser Spiel im Fokus, das ist wichtig, was wir tun, was wir machen, wie wir arbeiten, wie wir spielen wollen. Das ist immer die Marschrichtung für jedes Spiel, egal ob es gegen Elversberg geht, gegen Waldorf Mannheim oder wir jetzt gegen Waldorf. Das ist für uns kein großer Unterschied, so gehen wir jedes Spiel an. Ne? Wir achten jeden Gegner, aber wir wissen natürlich auch, dass wir eine gute Mannschaft haben und dass man uns erstmal schlagen muss. Und mit dieser Marschrichtung werden wir morgen in die Spiegel. Frage, die ich immer stellen muss, was ist mit den Rekonvaleszenten? Jetzt haben wir hier drin gehört, er fühlt sich ganz gut. Der Trainer hat ja auch im letzten Spiel 90 Minuten gespielt zu Hause. Ne? Also von daher, wenn er nicht fit gewesen wäre, hätte er auch nicht 90 Minuten gespielt. Dass er natürlich noch ein bisschen Wehwehchen hatte von dem Spiel davor, ist klar, ist keine Frage, aber manchmal ist der Trainer so ein bisschen weich, da muss man ihn dahin bringen, dass er ein richtiger gestandener Fußballprofi wird und da arbeiten wir dran. Aber nein, Spaß beiseite, Trainer ist natürlich auch morgen wieder dabei. Wir haben, personell sieht es bei uns so aus, dass wir einen langzeitverletzten Spieler haben, das ist leider Mike Vetter, der uns auch wehtut, dieser Verlust, muss man auch immer ganz klar sagen, aber es ist ein wichtiger Spieler, nicht nur auf dem Platz, auch drumherum und der fehlt schon. Schlussendlich sind wir sonst alle im Trainingsbetrieb, also wir haben 19 Feldspieler, gesunde Feldspieler, die im Trainingsbetrieb sind und das ist auch eine gute und sehr positive Geschichte. Da muss ich nochmal nachfragen, letztes Mal haben wir auch gesagt, selbst Ihab war wieder dabei und dann war er doch nicht verfügbar. Er hatte sich dann 2 Tage vor dem Spiel hier zu Hause nochmal einen Schlag bekommen im Training, aber das passiert, sodass er nicht spielen konnte, hat einen dicken Fuß gehabt, aber er hat die ganze Woche ganz normal trainiert und ich gehe davon aus, dass er spielfähig ist morgen Abend. Vielen Dank erstmal für die ersten Statements. Jetzt bitte Ihre Fragen. Ja,
Frage an Oliver Reck. Das schließt ja dann logischerweise ein, dass Stefano Meyer dann auch normal trainiert hat. Sie haben relativ schnell sich festgelegt und haben gesagt, das ist nichts Dramatisches. Was war da dann im Detail genau? Ging es da wieder um die Kniegeschichte oder Rücken? Nein, das ist ja, ich habe das glaube ich schon mal angedeutet in einem Spiel. Er hatte lange Zeit mit einer Fehlbelastung Fußball gespielt. Über mehrere Wochen, Monate. Und dadurch, dass wir jetzt versucht haben, dass wieder sein Körper, seine Statik wieder so hinbekommen haben, dass sie wieder gerade ist, muss der Körper diese Ausgleichsbewegung nicht mehr machen. Und es kommen immer wieder Rückschläge für ihn. Kleine Rückschläge, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben die Ursache seiner Verletzung erkannt und gebannt. Und er muss mit vielen Zusatzschichten dabei mitleben. Und das macht er auch sehr gewissenhaft. Und das ist ein Prozess, wenn man so lange mit einer Disbalance Fußball spielt, kann es immer wieder zu Problemen kommen. Und wir haben diese Probleme aber erkannt, behoben und wir arbeiten daran, dass er langfristig wieder zur Verfügung steht und er wird auch, glaube ich, morgen garantiert dabei sein können. Darf ich gerne nochmal nachlegen, Christian? Ja, anschließend dann Frage an Trenn. Hinspiel war 3-2, war euer erster Saisonsieg dann, logischerweise erst zweiter Spieltag gewesen. Wurde dann nach hinten raus nochmal ein kleines bisschen spannend. Waldhof hat nochmal verkürzt, glaube ich, so 89-3-2. Was ist so von dem Spiel so in Erinnerung geblieben? Was kann man da dementsprechend mitnehmen? Drei Tore gegen Waldorf geschossen, das ist ja dann so mal auch eine gewisse Hausnummer. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war ein hart umkämpftes Spiel und ich war das erste Spiel zu Hause in der Runde und ich glaube, da konnten wir viel mitnehmen, weil ich glaube, Rastlow der Waldorf ist eine spielstarke Mannschaft und wir haben uns, glaube ich, schon auf Augenhöhe getroffen, aber insgesamt haben wir nur gute Erinnerungen und hoffen, das morgen fortzusetzen. Du bist, glaube ich, aktuell in eurer internen Schützenliste Nummer 2 mit 5 Treffern, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hast in der Vergangenheit auch dich mit Serkan bei den Freistößen öfter abgewechselt und hast aber ein bisschen andere Schusstechnik. Hast du es immer wieder mal versucht, die ersten paar Dinger, die gingen teilweise relativ hoch, hast du jetzt so ein bisschen angenähert. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Was ist da so deine Herangehensweise? Ich will jetzt nicht zu weit gehen, dass man das irgendwie. Es gibt da so einen weltbekannten Spieler, der glaube ich eine ähnliche Schusstechnik hat, aber. Was steckt dahinter? Ich glaube, wir haben eine gewisse ähnliche Spielweise auch, glaube ich. Nee, Spaß. Also ich glaube, jeder hat eine andere Schusstechnik. Ich glaube, Serkan zirkelt die eher so lieber mit dem Innenschnitt und ich versuche die halt mit dem Vollspann irgendwie ein bisschen zu treffen. Und am Anfang ist es mir nicht so gelungen, aber im Training klappt es ein bisschen öfters und ich glaube, wenn ich halt ein bisschen den Ball gut treffe, ein bisschen Glück habe, dass es auch im Spiel klappen kann. Und ja, es ist halt gut auch für die Mannschaft, dass wir wissen, dass wir zwei haben, die den Ball verschieden schlagen können. Und ich glaube auch für den Gegner ist es dann schwer zu wissen, ja, wer schießt jetzt, wer nicht. Und ich glaube, ich kann an meiner Schusstechnik immer noch arbeiten und ich hoffe, dass es halt irgendwann mal im Spiel klappt. Und ja. Frage an Oliver Reck. Daniel baut die ja immer ein bisschen auf im Training. Ne? Ja, das ist so, dass er sie immer schießen lässt. Ne? Und daher haben sie große Probleme, die Tore zu erzielen. Er sagt dann, wenn ein richtiger Tor dem Tor steht, dann habt ihr beide Probleme. Das ist ein guter Spruch von Daniel. Vielleicht, wenn wir drin jetzt hier sitzen haben, das war ja ein Spieler, ich glaube, der erste Spieler, den sie damals geholt hatten nach Offenbach, oder? Es war mit Marco Rapp. Mit Marco Rapp zusammen, ich weiß nicht. Diese Entscheidung. Weil ich wusste, dass das Trenn weg wollte, unbedingt von Aalen und die Möglichkeit sah, zurückzukommen nach Offenbach und ich ihn auch von Schalke kannte, von daher war das relativ nah, dass wir das machen und nach einer Trainingseinheit habe ich sofort zu ihm gesagt, du bleibst hier, du unterschreibst hier einen Vertrag und das hat er ja auch dann getan. Jetzt hat er auch im Laufe der Saison verschiedene Positionen gehabt, hat mal so eine Art zweite Spitze gespielt, hat auch mal Spiele gehabt rechts außen, meistens aber dann so zentral, wo
Wo sehen Sie ihn? Wo sind die Stärken? Wo kann er der Mannschaft am meisten helfen? Ich glaube, diese Entwicklung ist noch nicht vollends vollzogen. Also ich glaube, Brenn ist ja noch ein junger Spieler, ne? der oftmals so zentral immer wieder gespielt hat, aber wo seine Idealposition ist, die suchen wir ja vielleicht auch irgendwo noch so ein bisschen. Und vielleicht entwickelt er sich genau zu dieser Position ja noch richtig hin. Ne? Also ich erwarte von ihm viel Torgefährlichkeit, dass er viele Möglichkeiten hat, auch aufs Tor zu schießen, weil es mit seiner Stärke ist, der Torabschluss. Er hat ja nicht wenige Tore erzielt als Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler. Das zeichnet ihn aus. Und wir wollen ihn ja dahin bringen, dass er noch effizienter Fußball spielt. Das heißt, nicht nur, dass er selbst torgefährlich wird, sondern dass er auch ab und zu mal den Kopf hochnimmt und seine Nebenleute richtig einsetzt. Das kann er, das weiß er auch. Und das muss er noch mehr öfters tun. Und dann muss er den nächsten Schritt machen, sich körperlich vielleicht noch ein bisschen entwickeln. Und natürlich auch charakterlich. Das ist ja immer so eine Geschichte, dass ein Spieler seine Erfahrung hier sammelt. Ne? Er ist jetzt ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, Kickers Offenbach, und das weiß er und das spürt er auch, und damit muss man, glaube ich, auch das richtig bewerten und einschätzen. Und der Trainer ist ein Spieler, glaube ich, der viel mit sich selbst beschäftigt ist, vor und nach dem Spiel, in der ganzen Trainingswoche, und das ist auch gut, und er will sich entwickeln, und ich glaube, sein Entwicklungsprozess ist noch lange nicht beendet. Mir fallen da zwei Szenen ein vom vergangenen Spiel, die es eventuell so ein bisschen widerspiegeln. Es gab diese Balleroberung, Robin Scheu, Pass auf Trenn, und dann dieses schnelle Anziehen, Auge für Serkan Firat, Tor. Und dann war aber auch die andere Szene in der zweiten Halbzeit, wo er einen Ball bekommen hat und dann im Strafraum so ein bisschen zögerlich war. War die Chance dann weg gewesen? Ist das... Ja, kann man das vielleicht auch ganz gut beschreiben, was ich meine. Ne? Also er muss einerseits Effizienz zeigen, um seine Mitspieler einzusetzen, aber auch selbst seine Torgefälligkeit behalten und da sich noch so ein bisschen mehr durchzusetzen. Das wünsche ich mir manchmal von ihm. Ne? Es ist vom Naturell ganz lieber, ich sag mal, jede Schwiegermutter würde ihn gerne als Schwiegersohn haben wollen, ne? Aber schlussendlich zählt das für mich ja nicht. Ne? Er muss sich durchsetzen auf dem Platz, muss sich behaupten, Zweikampf 1-gegen-1 Duell morgen Abend in Waldorf, und da muss er sich dann gegen den Verteidiger, gegen den Mittelfeldspieler durchsetzen. Und da gibt es manchmal nicht immer nur, ja, gib mir mal den Ball bitte. Nein, da muss er hingehen, muss sich den Ball holen, muss sich wehren und muss sich dementsprechend auch auf dem Platz so zeigen, damit wir erfolgreich sind. Ne? Um dann wieder zu Waldorf zurückzukommen. Sie hatten ja diese Pokalerfolge angesprochen und quasi so als Gegenpart dazu jetzt die Entwicklung in der Liga ist nicht unbedingt ungewöhnlich, aber aus Ihrer Sicht auch, wie kann man sowas erklären, wo aus der Ferne vielleicht auch betrachtet? Ganz einfach. Unsere Liga ist sehr eng, sage ich jede Woche, und das sage ich nicht umsonst, so ist es. Und wir können gegen jeden gewinnen, gegen jeden verlieren. Genauso ist es für Waldorf. In den letzten Spielen, in den letzten Wochen haben sie vielleicht nicht mehr so erfolgreich gespielt, aber dass sie Mannschaften wehtun können, haben sie auch, wenn man die Ergebnisse mal durchgeht, gegen wen sie gepunktet haben, sieht man auch, dass auch gegen Mannschaften, die oben stehen, auch punkten können. Und das zeigt alles. Wer natürlich dann auch Darmstadt und Bochum schlägt im Pokal, da muss ich dann nicht mehr viel erzählen dazu. Trotzdem vermutlich eine Mannschaft, die zwar unten drin steht, aber auch eher über das spielerische Element kommt? Oder ist da jetzt also morgen dann ja, Beißen und Kratzen zu erwarten? Oder eher so von der Spielweise eher ähnlich wie eine zweite Mannschaft? Wie immer beides. Ich habe das ja nach unserem letzten Heimspiel hier in der PK auch klar gesagt. Wenn man nicht in dieser Liga mehr als 100% rausholt in jedem Spiel, wird es gegen jeden Gegner schwierig. Und das wird auch morgen Abend der Fall sein. Wir müssen wieder bereit sein, alles reinzulegen in diese Partie. Natürlich aber auch mit der richtigen Grundeinstellung, aber auch mit dieser nötigen Spielidee in jedes Spiel zu gehen. Also jeder Gegner, gegen den wir spielen, muss man so ein bisschen was verändern. Kleinigkeiten sind es manchmal, und auch dies werden wir morgen genauso wieder tun. Aber schlussendlich geht es darum, sich gegen diesen Gegner, der vielleicht im Moment unten drin ist, aber das ist nur eine Übergangssituation, glaube ich, weil diese Mannschaft ist zu mehr fähig, das haben sie schon öfters gezeigt. Also sind wir da schon gewappnet und wissen genau, was auf uns zukommt, werden die Mannschaft genauso vorbereiten, als wenn es ein Spiel gegen Saarbrücken, Elversberg oder Waldhof Mannheim ist. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann ja, wünsche ich mal viel Glück morgen in Waldorf. Und vielleicht klappt es ja mit dem Dreier, das würde uns freuen. Danke.